Hallo, heute gibt es mal ein kleines Werkstattvideo. Ich habe hier so eine Broxon Feinschnittsäge, wie sie viele Bastler haben. Und nun habe ich ein sehr ähnliches Modell bekommen. Und zwar diese hier, ist von Zipper. Gibt es leider nicht mehr. Aber worum es geht, die Maschine steht bei mir auf einer Werkbank, die neben meiner Mauer steht, und ich habe oft das Problem, dass ich längeres Material, 1 Meter oder mehr, dann immer anstehe an der Wand und nicht durchschneiden kann. Und da habe ich mir ein paar Gedanken darüber gemacht. Die Maschine habe ich jetzt montiert auf eine 12 mm Siebdruckplatte, die hier einen Schlitz hat, um das Ganze dann zu verstellen. Und eine zweite Platte, wie diese hier. Auch 12 mm Siebdruck mit einem Lagerbolzen. Hier sind 3 Gewinde eingelassen und hier haben wir einen zweiten Drehpunkt. In dem Bereich hat die Maschine ihren Platz. Und hier habe ich eine Schraube von unten heraufgesteckt und befestigt. An dieser wird nun diese Platte montiert. Dann haben wir hier hinten einen Anschlag montiert. Den Lagerbolzen für die Drehvorrichtung. So. Dann wird hier, wo wir den Schlitz haben, beziehungsweise in der Grundplatte, die Gewinde, können wir hier fixieren. Wir können hier jetzt die Säge mal hier drehen, beziehungsweise können wir die ganze Säge nach außen schwenken und somit haben wir jede Menge Platz für größeres Plattenmaterial oder Längsschnitte, die wir tätigen müssen. Wir haben hier auch noch natürlich dann alle Variablen